Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chris und hier ist der B-Blog. In diesem Video heute möchte ich meine Top 3 der besten Abenteuerfilme vorstellen. Aber um die vielen Filme nicht zu vernachlässigen, die nicht bei den Top 3 mit dabei sind, habe ich unten in den Kommentaren, in der Informationszeile noch die Liste erweitert bis zum Platz 10. Meine Top 10 der Abenteuerfilme. Viel Spaß dabei. Angefangen auf dem Platz 3. Für mich das Vermächtnis der Tempelritter. Nicolas Cage und Diane Kruger zusammen auf Schatzsuche. Es gibt auch den zweiten Teil schon und ich glaube sogar den dritten Teil. Aber dennoch, der erste Teil war wirklich ein Abenteuerfilm. Auf der Suche nach dem verschwundenen Schatz sozusagen sind die beiden, Nicolas Cage und Diane Kruger, damit beschäftigt, auch einen Widersacher auszuschalten oder auszustechen, um als erster natürlich bei dem sagenumwogenen Schatz zu sein. Eine spannende Geschichte mit viel Witz, aber ein richtiger Abenteuer. Auf Platz 2, Born to be Wild. Born to be Wild, ein Abenteuerfilm, ein lustiger Abenteuerfilm mit Tim Allen, Martin Lawrence und natürlich auch John Travolta und William Macy. Alle vier ganz tolle Schauspieler. Es macht richtig Freude, denen zuzuschauen. Und in diesem Film geht es einfach um, ich sage mal, um das Älterwerden. Sie sind eingefahren in ihrem Alltag, jeder von den Vieren, zwar auf unterschiedliche Art und Weise, aber nun wollen sie noch einmal ein Erlebnis haben, was vielleicht nochmal alles umkrempeln könnte. Dadurch ergeben sich richtig lustige Situationen, ein lustiger Abenteuerfilm, auch für die ganze Familie, durchaus sehenswert und deswegen für mich Platz 2 an Born to be Wild. Und natürlich der Platz 1, Top 1, ist für mich der Abenteuerfilm schlechthin oder die Abenteuerreihe Indiana Jones. Angefangen vom ersten Teil bis zum letzten Teil, bis einschließlich dem vierten, auf der Suche nach dem Kristallschädel, ein klasse Streifen, jeder von ihnen. Harrison Ford, zusammen alleine mit Sean Connery im dritten Teil, wunderbar, richtig viel Witz dabei, Abenteuer, Spannung, jeder kennt ihn natürlich auch und